Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu TSW 3. Mein Name ist Trains and Play. Wir sind unterwegs in der Baureihe 110 auf Bremen-Oldenburg, fahren hier die Regionalbahn nach Oldenburg mit einigen Zwischenhalten, haben einen N-Wagen Passagierzug hinten dran und fahren in dieser wunderschönen 110 292-0 und zwar aus dem Creators Club. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wunderschönes Repaint hier in dieser Rewe-Lackierung. Hier noch ein anderes tolles Repaint. Auch das sieht toll aus. Herrlich. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Und Fahrtrichtungswende nach vorne. Türen auf der linken Seite auf. Instrumentenbeleuchtung gerne an. Dann einmal den Bremsschlüssel aufgedreht. Lokbremse einmal anziehen, während wir die Zugbremse schon mal gerne lösen können. So, das reicht auch. Da kommt ein Taurus vorbei. Sehr schön. Herrlich. Dann können wir einfach mal die Fahrplanleuchte einschalten. Es ist zwar hell, aber warum auch nicht. Machen die PZB an. Können wir mit STRG Enter machen. Oder ansonsten hier nach hinten gedreht. Auch hier können wir die PZB anmachen. Und wir sollen noch ungefähr 20 Sekunden warten. Ja, ich begrüße ganz herzlich all die, die mir vielleicht zum ersten Mal zuschauen, hier bei Steam auf dem Stream, beziehungsweise es wird, glaube ich, gleichzeitig auch noch auf YouTube im Kanal, auf dem Kanal von DTG gestreamt und auch bei Twitch und weiß nicht, ob sonst irgendwo. Auf jeden Fall alle, die jetzt das erste Mal vielleicht dabei sind. Ganz herzliche Grüße von mir und all die, die sich das später auf YouTube angucken. Ihr seid natürlich auch ganz herzlich gegrüßt. So. Abfahrt bzw. Ausfahrt mit 40 km/h. Wir können uns befreien. Bringt aber nichts, weil hier vorne sowieso eine Beeinflussung auf uns wartet. Heißt also, befreien hilft uns da jetzt nicht weiter. Hier ist ordentlich was abgestellt an Zeugs. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hier müssen wir PZB wachsam drücken. Haben wir gemacht. 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Und wir gucken uns mal den Zug von außen an. Sehr schön, oder? Ja, es sind keine Mods am Start heute. Das ist ausnahmsweise mal der Fall. War ja auch schon bei dem Video mit der Baureihe 103 so. Alles, was ich euch zeige, ist also in diesem Sinne Vanilla. Das DLC hier, Bremen-Oldenburg, das ist aktuell jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, im Sale auf Steam. Heißt also, wer sich für die Strecke interessiert, für die Baureihe 110, für die 155, für die N-Wagen und für den Karlsruher Kopf, der kann, wenn er oder sie möchte, jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Oder halt eben auch nicht. Das ist ja euch überlassen. Auch das Signal bestätigen wir. Ach ja, sieht schon ganz hübsch aus hier. 45 FPS ungefähr. So, wir trödeln ein bisschen zu viel. Können auf jeden Fall schon mal auf die 50 hoch. Und halten dann Bremen-Neustadt als nächstes. So, 50 sind erreicht.
Und ab hier sind 60 freigegeben, sobald der Zugverband einmal vorbei ist am Signal. Können wir es auch hier angucken. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 N-Wagen hinten dran. Ohne Steuerwagen. Und wir fahren 60. Wobei auch hinter der Brücke bereits der Bahnhof von Bremen-Neustadt auf uns wartet. Hier übrigens eines der Collectibles, ne, dieser Skulpturenpark. Nicht Collectibles, sondern der kann man hier freischalten als Mastery. Die Skulpturen. Ja. Ganz cool eigentlich. Und wir halten langsam an. Ab hier gelten auch 120, die wir theoretisch fahren dürften. So, gehen mal mit 2 Bar in die Bremsstellung. Ja, nehmen wir vielleicht 3 Bar. Lösen wieder ein bisschen aus. Und das müsste auch schon gereicht haben. Und ziehen noch einmal die Bremsen an. Türen auf. Zugbremse lösen wir. Lokbremse ziehen wir allerdings an. Ja, 2 Bar müssten reichen, damit wir nicht wegrollen. Und ja, können auch direkt schon abfahren. Einmal der Blick nach draußen, dass die Türen auch schließen. Und dann lösen wir die Lokbremse und fahren weiter. Was mir nicht so ganz an der an der Pfeife gefällt, ist, dass es gefühlt keinen Anfang hat. Ne? Also wenn man die Pfeife betätigt, dann fehlt mir irgendwie so dieser Sound, wo praktisch die Pfeife eingeleitet wird. So dieser erste Ton, den man hört. Der klingt so, als wäre er halt sofort da und nicht, dass er sich aufbaut. Und das fehlt mir so ein bisschen hier bei der Pfeife. So. Wir schalten mal ein bisschen Leistung auf und gehen mal hoch auf die 120. Und halten dann erst wieder in Delmenhorst. Bis dahin wollen wir jetzt aber nicht trödeln. War schon ein bisschen zu viel Leistung eigentlich. So, ab hier dürfen wir 140 fahren. Warten noch kurz, bis der Zug dran vorbei ist und schalten wieder Leistung auf. 160 sind streckenseitig freigegeben, aber unsere Lok schafft nicht mehr als 140. Da sehen wir es, ne? 140 km/h. Und auch die Wagen sind für nicht mehr als 140 ausgelegt. Ne? Da sehen wir es, 140. Immer ein paar Leistungsstufen runter, um die Leistung zu halten. Das Signal ist grün. Der Vorteil ist halt an so einer norddeutschen Strecke, dass es halt recht flach ist. Es geht nicht besonders viel hoch und runter. Heißt also, man muss nicht so viel nachkorrigieren, wenn es darum geht, Geschwindigkeiten einfach zu halten. Das ist ja gar nicht so einfach ohne AFB. Und vor allen Dingen mit so einem Leistungswahlrad. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man so einen Kombi-Hebel hat mit Bremsen und Leistung. Dann ist das ja nicht so schwer, da ein bisschen nachzukorrigieren. Aber hier mit dem Leistungsschalter-Wahlrad ist das halt echt nochmal eine andere Nummer. Aber so können wir, glaube ich, ganz gut die 140 km/h halten.
Ja, unser Zugpferd ist die Baureihe 110. Eine absolut legendäre Lokomotive auf deutschen Schienen. So, Signal weiterhin grün. Delmenhorst ist ungefähr 4,5 Kilometer noch von uns entfernt. Ja, zur Baureihe 110 kann man halt wirklich eigentlich sehr, sehr viel erzählen. Die allererste Lok wurde 1952 gebaut. Das ist schon einfach wirklich verdammt lange her, ne? 1952. Die für den Schnellzugverkehr gebaut wurde. Varianten der Baureihe 110 sind die Baureihe 112 und die 115, also die westdeutsche 112, nicht die ostdeutsche 112. Die aussieht wie eine 143, das ist eine andere Lok, eine andere 112. Ja, vor der Bahnreform häufig im Einsatz gewesen, im Schnellzugverkehr, eher so im Bereich Fernverkehr anzutreffen, wenn man so möchte. Nach der Bahnreform 1993, meine ich, ja, dann im Personennahverkehr unterwegs und anzutreffen, also so wie wir halt jetzt gerade hier. So, Leistung habe ich schon mal ausgestellt bzw. rausgenommen komplett. Wir rollen jetzt einfach nur noch und schauen, dass wir gleich anhalten. Einen Kilometer haben wir noch bis Delmenhorst, können jetzt schon mal langsam anfangen zu bremsen. Gucken, dass wir mit 60 ungefähr am Bahnsteigsanfang sind. So, da vorne ist auch schon der Bahnsteig. Ah, bisschen wieder auslösen. Wir wollen nicht zu schnell zu langsam werden, haben nämlich jetzt schon die 60 unterschritten. Bremse löst sich langsam. Ist aber natürlich weiterhin angelegt, ne? Weil die sich selbstverständlich nicht von jetzt auf gleich löst. So, und jetzt können wir eigentlich anhalten. Ja, fast pünktlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist das zu glauben? Dein Supermarkt im Zug. So, Türen zu. Und dann können wir die Bremse auch schon wieder lösen. Und abfahren. Nächster Halt ist Hude in 13 Kilometern. Wir haben eine Anfahrzugkraft von 275 kN, das ist ordentlich, finde ich. Und die können wir auch natürlich gut hier ausspielen. Wir müssen natürlich nur darauf achten, dass wir hier nicht über die 65 kN pro Fahrmotor kommen, weil ansonsten der Hauptschalter rausfliegt. 120 dürfen wir fahren. Können wir wieder ein bisschen mehr Leistung aufschalten.
und schauen, dass wir schnell wieder auf Geschwindigkeit kommen. Was ich ganz interessant finde, ist Thema Bremse der Baureihe 110. Die hat nämlich eine indirekt wirkende Luftbremse der Bauart Knorr, eine Knorrbremse mit Hochabbremsung. Ja, also wir kennen das hier mit der hohen Abbremsung, dass bei höheren Geschwindigkeiten schneller mehr Bremskraft aufgeschaltet wird. So, wir dürfen noch 140 fahren. Ich weiß ehrlich gesagt allerdings nicht, ob dieser hohe Abbremsungsschalter, ob der aktiv ist. Denn eigentlich haben wir jetzt schon die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und die hohe Abbremsung scheint nicht aktiv zu sein. Was die Lok leider nicht kann, ist bei der Nutzung der elektrischen Bremse den entsprechenden Strom wieder zurück ins, in die Oberleitung zu speisen. Da ist ein ICE1 übrigens, der uns da gerade entgegengekommen ist, sondern die Energie wird einfach als Hitze wieder abgegeben. Ne? Also die wird dann hier praktisch nach oben weg. Die entsprechende neuere Loks, modernere Loks können ja im Grunde genommen die gewonnene Energie zurückspeisen in die Oberleitung. So, wir schalten wieder ein bisschen mehr Leistung auf. Wir auch wieder auf die 140 hochkommen. Es geht auch nämlich bergauf. Ich kann auch natürlich hier die Türen offen zu machen, Fenster. Hoch und runter. Vorhang hier können wir nicht benutzen. Ja, hier auch nicht. Und haben wir eine Sonnenblende? Ja. Haben wir. War 5,7 Kilometer noch. Es gibt natürlich auch für die Strecke und für die Lok und so jede Menge Mods. Ne, da gibt es Mods, die beispielsweise die Lichter vorne updaten, die Texturen. Es gibt, glaube ich, eine Enhancement-Mod für die Strecke selbst. Formationsmods. Es gibt die tolle Mod, bei der man auch erste Klasse Wagen dann zumindest als Außenanschrift scheinbar erste Klasse Wagen am Zug hat. Es gibt die Soundmod von Justus und all das Zeugs. Ist jetzt alles nicht installiert, ne? Aber so als Hinweis für die, die überlegen, sich eventuell das DLC zu holen, da gibt es auf PC, bei Steam gibt es die ein oder andere Möglichkeiten, das Fahrerlebnis auch noch um Zusatzinhalte zu erweitern aus dem Bereich Third Party. Ja, die 110 ist auch so eine tolle Lok, ne? Ganz klar. Aber man kann ja auch noch das nutzen, was eben vorhanden ist, und das ist wirklich eine Reihe von
wirklich vielen tollen Mods, die wir da zur Verfügung haben. So, 120 sind angekündigt. Wir können in ungefähr 300 Metern mal anfangen zu bremsen. Ja, also ungefähr jetzt so. Wir können schon mal langsam in die Bremsstellung gehen. Rechts noch 155, der Pressnitztalbahn wird ebenfalls mitgeliefert. So, hier vorne kommt auch schon der Bahnsteig. Schauen wir, dass wir ungefähr eigentlich mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Und lösen. Wir sind komplett am Bahnsteig und halten. Wahnsinn, fast eine Minute zu früh. Lösen die Zugbremse und ziehen die Lokbremse an. Jawohl. Das finde ich auch toll, ne? Hier ist übrigens der Absperrhahn des Makros. Und das funktioniert. Ne? Das finde ich cool, diese Kleinigkeiten, wenn sowas funktioniert. Ja, hier sind wir nun in Rude. Können wir auch vielleicht ganz kurz mal in die Wagen hineinhüpfen. Ja, das sind unsere legendären N-Wagen. Ganz tolle, gemütliche Wagen, tolle, gemütliche Sitze. Herrlich, ne? Tja. Zurück in unsere Lok. Oder auf unsere Lok. Und auf den Sitz setzen. Türen können wir schließen. Genau, Türen sind geschlossen. Lokbremse lösen. Und Leistung aufschalten. Pünktliche Abfahrt. So muss das sein. Kennt man eigentlich gar nicht so von meinem Kanal. Pünktlich sein. Ja? Also die Leute, die mir schon häufiger zugeguckt haben, die wissen, dass Pünktlichkeit zwar eine Tugend ist, aber ich anscheinend kein tugendhafter Mensch bin. Was soll man machen, ne? Machst du nichts. So, Wüsting. 8,4 Kilometer. Wir können übrigens mal auf den Plan gucken. Wüsting ist der letzte Halt vor Oldenburg Hauptbahnhof. Und da sollen wir in ungefähr 6 Minuten sein. Dann einmal hoch auf die 120. Man sollte eigentlich immer ganz gut hier den Oberstrom im Blick haben. Ich denke mal, über 400 sollte es nicht gehen. Da wird auf jeden Fall das Oberstromlimit sein. Toll, diese alten Autos. So, ein bisschen die Leistung wieder runter. Ganz kurz nur gefragt, ob der Maschinenraum begehbar ist, aber nee. War er nicht. Ist er nicht.
Scheibenwischer können wir auch übrigens manuell bedienen. Sieht aus wie ein kleiner Haken. Eine sehr unvorteilhafte Position für einen Kleiderhaken. Ah, schaut an. Tür. Da noch mehr. Ich glaube, mit Fahrstufe 12 halten wir eigentlich die Geschwindigkeit ganz gut. Und halten in 2 Kilometern. So, ich nehme schon mal die Leistung raus. Wir können rollen lassen. Und können jetzt mal bremsen. Ja, brauchen ein bisschen mehr Bremskraft. Ein bisschen mehr. Ein bisschen zu schnell. Ein bisschen sehr schnell. Aber ich glaube, das passt noch so. Jawohl. Huch, ein bisschen hart abgebremst. So. Nee, halten. So. Dann haben wir... Oh, gut. Wir haben noch 2 Minuten. Dann können wir eigentlich auch mal uns den Bahnsteig hier mal angucken. Wüsting, Wunsting. Wie hieß das denn noch gleich hier? Aha. Die Bremer Stadtmusikanten. Bremer Kirmes. Mhm. Hier kommen wir leider nicht durch. Gut, kleiner Haltepunkt hier, ne? Hier ist halt natürlich nichts los. Ich kann auch hier die Türen mal manuell schließen. Jawohl. Klatsch. So, dann haben wir immer noch über eine Minute, fast eine Minute Zeit. Vielleicht können wir einfach nochmal einen Screenshot machen. Die Zeit dafür gut nutzen. Okay, dann können wir mal aus dem Fenster schauen und gucken, dass die Türen schließen. Na, was mit der Tür? Okay, ist jetzt auch zu. Sehr gut, dann Lokbremse lösen. Zugbremse ist gelöst. Und langsam Leistung aufschalten.
Nächster und letzter Halt ist Oldenburg Hauptbahnhof in 8 Kilometern in 5,5 Minuten. So, hoch auf die 140. Höchste Fahrstufe haben wir drin. Und vorne scheint uns ein Gegenzug entgegenzukommen. Karlsruher Kopfsteuerwagen. Und noch 110. So, bleiben wir mal in Fahrstufe 12. Das hat vorhin ganz gut geklappt, dass wir damit die Geschwindigkeit halten. Das passt doch jetzt, glaube ich, ganz gut soweit. Wahnsinn, keine Zwangsbremsung bisher. Ja, was also szenerietechnisch ist halt. Also hier ist halt, glaube ich, auch einfach in Realität nicht so viel zu sehen. Außer halt so die ein oder anderen Ein- und Mehrfamilienhäuser, Schrebergärten und viele Felder. Landwirtschaft, Viehwirtschaft. Ich finde es krass, wir sind weniger als 5 Kilometer von Oldenburg entfernt. Und hier sind einfach nur irgendwelche Flüsse und Felder und Wälder. Und Kühe. Oh, ich sehe eine Zwangsbremse kommen. Das schaffe ich nicht. Das wird nichts. Da müssen wir jetzt ordentlich in die Eisen. Aber ich glaube, das wird eine Zwangse geben. Oder? Hoffen wir auf die Bremskraft. Uiuiui. Das war aber knapp. Das war aber knapp. Ankündigung auf 60 war das. So, bremsen wir noch mal ein bisschen rein. Na, komm schon. Ab hier gelten nämlich eigentlich die 60. Sind ein bisschen zu schnell. So, jetzt passt's. Ja, eins der Wahrzeichen der Strecke, diese Eisenbahnrollklappbrücke heißt sie, glaube ich, mit Fachbegriff. So oder so ähnlich. Also die Brücke, die praktisch hier einmal aufklappen kann, zur Seite. Schon krass, ne? Was ist so? Architektonisch so an verrücktem Zeugs gibt da draußen. Gerade Brücken, unglaublich faszinierend. So, und das ist der Oldenburger Hauptbahnhof, 155, 612er. Und wir halten an. Das
Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nicht über das Signal hinausschießen. Aber gut, das steht da ganz weit vorne erst. Easy. Dann halten wir hier unter der Bahnsteigsüberdachung noch an. Sehr schön. Dann können wir uns mal ein bisschen hier umgucken in Oldenburg. Wie so der Bahnhof hier aussieht. Also so eine schöne gewellte Dachkonstruktion. Sieht ganz hübsch aus. Ich kann mir vorstellen, dass das in Realität ein bisschen runtergeranzter aussieht. So ähnlich wie Duisburg Hauptbahnhof. Der sieht auch im TSW ziemlich schön aus, aber in Realität ist er halt ein bisschen anders drauf. Osnabrück, Leipzig, Intercity. Was haben wir hier noch so? Regionalexpress nach Osnabrück, RE nach Norddeich. Ja doch, Bad Zwischenahn. Das kenne ich irgendwo her. Und hier haben wir bitte nicht einsteigen, der Intercity endet hier. Und wir, die wir zurück nach Bremen fahren um 5.41 Uhr. So, Türen sind zu. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz hier zum freien Spiel zurück. Aber wie fahren wir denn zurück, wenn wir keinen Steuerwagen hier hinten dran haben? Ah, vermutlich wird die Lok umgesetzt. Ja, doch, ja. Das ist so ein Lok-Rangiermanöver. Aber das machen wir heute nicht mehr zusammen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Diejenigen, die Spaß dran hatten und mich vorher nicht kannten, Trains in Place mein Name, da findet ihr mich auf YouTube. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem bei dem Video zumindest Spaß hattet. Dann wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.